Hallo Leute, ich melde mich mal wieder mit einem kleinen Produktreview, einem kleinen Produkttest, wenn man so möchte. Ich habe von XXL Nutrition mal wieder ein Supplement zugeschickt bekommen. Dieses Mal ist es das sogenannte Roid Rage, der Pre-Workout Booster, der schon seit längerem im Handel ist, schon seit längerem verfügbar ist, aber von dem es jetzt eine neue, verbesserte Version gibt. War auch dringend notwendig. Warum dem so ist, werde ich euch nachher noch erzählen. Ich möchte kurz auf die Inhaltsstoffe eingehen, ein bisschen was zum Preis sagen und zu meinen eigenen Erfahrungen. Starten wir mit den Inhaltsstoffen. In diesem Roid Rage verbaut ist eine Substanz namens Trimethylglycin. Das ist als eigentlich für einen Pre-Workout Booster sehr potente Substanz bekannt. Es beeinflusst die Energiebereitstellung im Anaerob-Alaktazidenbereich, also in Sachen Kreatinsynthese, auch in Sachen Carnitinsynthese, und es wirkt sich auch auf bestimmte Neurotransmitter aus. In dem Sinne auf jeden Fall sinnvoll, das in seinen Pre-Workout Booster reinzupacken. Wir haben natürlich die für einen Booster übliche Komponente mit Arginin in seiner Form als AKG, nicht mehr als L-Arginin. Das haben die meisten inzwischen schon gemerkt, dass das mit diesem L-Arginin nicht mehr das Wahre ist. So auch bei XXL Nutrition, gut mitgedacht. Synergetisch dazu Norvalin. Norvalin ist dafür bekannt, ein bestimmtes Enzym zu hemmen, welches für den Argininabbau eigentlich zuständig ist. Insofern haben wir hier einen kleinen Synergieeffekt, macht durchaus Sinn. Typischerweise ebenfalls für einen Pre-Workout-Booster ist noch mit verbaut natürlich Koffein und sein Abkömmling des Theobromin. Beide wirken ja auf ihre eigene Art und Weise, obwohl eigentlich dieses Theobromin ein Abbauprodukt des Koffeins ist. Nichtsdestotrotz, beide machen Sinn, die separat damit zu verbauen. Ich habe jetzt noch eine Substanz mit drin, die als chinesischer weißer Tee betitelt ist. Da habe ich zwar ein bisschen was gefunden in Sachen Gewichtskontrolle, in Sachen Gefäßgesundheit und auch in Sachen Hautbild. Was jetzt das Ganze in einem Pre-Workout-Booster so richtig zu suchen hat, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich hätte diese Komponente rausgelassen, ich für mich, und hätte eine synergetisch wirkende Substanz zum Koffein, wie zum Beispiel das Synephrin, noch mit eingebaut. Hätte ich jetzt so gemacht. Ansonsten ist mir chinesischer weißer Tee in einem Pre-Workout Booster relativ neu. Das dazu. Dann gibt es noch eine Dosis Rhodiola mit der typischen anregenden Wirkung, hier vor allem im Kopf. Also wir haben da einen psychischen Stimulus, der wohl schon belegt ist, dass er von dieser Substanz ausgeht. Das ist mal so das Grobe. Insgesamt eine recht potente Geschichte, zeigt sich auch in der Praxis so. Warum jetzt alte, neue Version und warum war das auch so wichtig? Ich habe die alte Version bekommen und habe mich eigentlich sehr, sehr lange gesträubt, da einen Clip zu drehen, weil ich da wirklich relativ schlechte Noten hätte vergeben müssen in Sachen Geschmack. Sage ich euch Leute, also wirklich, das kann ein Pre-Workout-Booster muss nicht immer schmecken und muss nicht immer alles rosig sein, aber die Vorgängerversion war wirklich nicht genießbar, und das hätte ich an der Stelle also wirklich auch definitiv euch so mitteilen müssen, weil ich da immer ehrlich bin. Und Gott sei Dank jetzt hier der Nachfolger mit einer verbesserten Rezeptur, zumindest in Sachen Geschmack. Die haben das selber eingesehen, die Jungs und Mädels von XXL Nutrition, und da auf jeden Fall go, go, go an dieser Stelle. Das habt ihr gut gemacht. Jetzt kann man den Pre-Workout Booster auch wirklich genießen und man kann auch von den Wirkstoffen jetzt profitieren. In der Praxis angenehm, Kraft ist da. Hier oben funktioniert es auch mit ein bisschen Motivation. Und Arginin Norvalin funktioniert auch in Sachen Pump. Also insgesamt relativ gute Wirkung bei mir. Allerdings, wieder die Portionsgrößen. Ich bin so ein ca. 95 Kilo Kaliber und ich bin natürlich auch Koffein gewöhnt. Darum brauche ich immer zwei Portionen bei so einer Geschichte. Ich denke mal, Leute, die regelmäßig Kaffee, regelmäßig Cola Light trinken oder sich öfter mal einen Pre-Workout Booster einverleiben, bei denen wird das ganz genauso sein. Also mit einem Scoop wird relativ wenig machbar sein.
Das wiederum schlägt sich dann auf den Preis nieder. Wir haben eine Dose für 29,95. 30 Portionen A1 Scoops sind enthalten. Was aber selbst bei einer Einnahme von 2 Scoops pro Portion bedeutet, dass wir es gerade mal mit einem Portionsbetrag von 2 Euro zu tun haben. Wenn man sich da andere Booster anguckt mit einer vielleicht sogar schlechteren Produktanalyse, dann ist das absolut ein vertretbarer Preis für den gelegentlichen Tritt in den Hintern in Sachen Pre-Workout-Booster, wenn man es mal nötig hat, ist das also auf jeden Fall eine Alternative. Das war es in aller Kürze von mir. XXL Nutrition, Roid Rage, könnt ihr auf jeden Fall mal versuchen. Von mir gibt es gute Noten zu diesem Supplement. Bis dann!